All the world has fallen to Kairos. And now the Overlord's eye is on the Tears, our home. The last corner of the world free of Kairos's reign. Two armies, the Disfavored and the Scarlet Chorus, march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kairos a century prior. In the early days of 428, Kairos's armies arrive at the Gates of Judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors, until it's too late. Tja, bis es zu spät ist, waren sie alle ein bisschen passiv. Während der Eroberung entscheidest du, wie dein Charakter sich während Kyros Invasion der Stufen verhielt. So formst du die Welt, die du im Verlauf des Spiels bereisen wirst. Jede deiner Entscheidungen wirkt sich auf deinen Charakter aus und darauf, wie die wichtigsten Gruppierungen der Stufen auf dich reagieren. Deine Entscheidungen haben Folgen. Wähle weise. Das erste Jahr von Kyros Eroberung. Das erste Ziel ist diese Stadt. Die Bastardstadt. Die Bastardstadt befindet sich an der Nordgrenze zwischen Kyros Reich und den Stufen. Erbaut an einem natürlichen Hafen an der Kreuzung zwischen den Reichen, war die Stadt ein Knotenpunkt des Handels. Für die Stufen war sie das Zentrum allen Reichtums. Für die Nordländer war sie kaum mehr als ein entlegener kleiner Handelsposten. Ihr symbolischer Status als Tor zum Kontinent machte sie zu einem naheliegenden ersten Ziel von Kyros militärischer Eroberung. Die Umstände waren ideal, um deinen Wert als Soldat in Kyros Armeen zu beweisen. Diese Stadt zu erobern würde eine Botschaft an den Rest der Stufen senden: Kyros Wille ist unbezwingbar. Da ich einen kleinen Vorlesefehler. So. Wo wollen wir beginnen? Die Stufen infiltrieren. Beide Armeen schickten ihre Truppen, um den Weg zu ebnen. Tore des Urteils. Im ersten großen Gefecht des Krieges überquerten Kyros Armeen die Berge und fassten Fuß auf der anderen Seite. Tore des Urteils. Die Armeen von Kyros trugen die Schlacht zu den Toren des Urteils. Sie ließen den Eröffnungsruf der Eroberung der Stufen erscheinen. Die zwei Armeen brachten jeweils ihre eigene Form der Ordnung und des Chaos in den Angriff ein. Du zogst mit der Armee in die Schlacht, deren Ansatz am besten zu deinen Stärken passte. So, die Geschmähten sind, ja, haben wir schon gelernt, die gut ausgebildeten. Schild an Schild mit Kyros Eisen gepanzerten Elite stehen, rücktest du gegen die Söldnerarmee vor, welche sich die Adligen der Bastardstadt gekauft hatten. Die Legion wollte den Stufen eine Botschaft senden, dass überlegene Herkunft und disziplinierte Ausbildung immer siegen würden. Du eiltest mit der chaotischen Masse des Scharlachroten Korps in die Schlacht, flankiertest die Armee der Bastardstadt und schlug sie in die Flucht. Nein. Ich ging Schild an Schild natürlich mit meinen Brüdern aus dem Geschmähten. Also der Geschmähten. Die Bastardstadt lernte zu spät, dass ein Militär nur verdient werden kann, niemals gekauft. Die Söldnerarmee musste sich schon bald der überlegenen Taktik und Formation der Geschmähten geschlagen geben. Die wenigen Überlebenden, die das Ende der Schlacht erlebten, wurden zusammengetrieben. Die Schwachen wurden hingerichtet, die Starken versklavt, um die Wagen der Armee auf der Reise nach Süden zu ziehen. Über den Feind urteilen. Du entscheidest über das Schicksal feindlicher Soldaten. Oder das ist die Massen ernähren. Du fandest einen Weg, Kyros Armeen in feindlichen Territorien mit Lebensmitteln zu versorgen. Ich richte über den Feind. Die Soldaten der Stufen fielen zu Hunderten und Kyros Armeen konnten sich nicht einigen, was mit ihnen, mit den wenigen Überlebenden tun sollten, die sie in ihr Lager zurückschleppten. Die Kommandanten wandten sich an dich, auf dass du Kraft deiner Autorität entscheiden würdest, was mit den Gefangenen geschehen sollte. Es gab nur genügend Gefangene, um den Plan einer der beiden Armeen umzusetzen. Die Geschmähten brauchten Sklaven, um ihr Material zu schleppen, Latrinen auszuheben und nachts ihre Pritschen zu wärmen. Du verdammtest die Überlebenden der Schlacht dazu, Gravens Asches edlen Truppen zu dienen. Das andere ist, glaube ich, in meinem Fall war dafür bestens geeignet. Ah, entweder der Armee dienen oder sterben. Sie werden versklavt.
Verwundet und demoralisiert wehrten die Soldaten der Stufen sich kaum gegen ihren neuen Status in Kyros Militär. Die Geschmähten genossen den Luxus, andere für sich arbeiten zu lassen, achteten aber darauf, dass sie selbst dadurch nicht verweichlichten. Sie gaben niedere Dienste ab und konzentrierten sich stattdessen auf ein rigoroses Übungsprogramm, das sie in bestmöglicher Verfassung für den Kampf hielt. Du gabst den Stufensklaven ihren ersten Auftrag, ein Massengrab vor den Toren des Urteils auszuheben, wo eine Wolke von Fliegen als untrügliches Zeichen diente, dass Kyros Armee hier gewesen war. Eroberung der Bastardstadt. Kyros Armeen versammelten sich vor der Bastardstadt, der ersten Bastion der Stufen, die in der Eroberung fiel. Beide Armeen drängten darauf, den Außenposten zu stürmen. Der scharlachrote Chor heulte nach Beute. Die Geschmähten bildeten einen undurchdringlichen Schildwall. Deine Stärke auf dem Schlachtfeld hatte sie so weit getragen, doch bis zum endgültigen Sieg galt es noch einen letzten Schritt zu unternehmen. Beide Armeen hatten Pläne ausgeheckt, wie sie die Bastardstadt erobern wollten. Welchen Plan hast du unterstützt? So, gemeinsam mit der Vorhut der Geschmähten führtest du einen direkten Angriff. Die Stadt niederbrennen, das hat dann was mit dem Chor zu tun, dann bekomme ich die sengende Hand als Zusatzfähigkeit. Oder wir blieben die Verteidigung der Stadt zu sabotieren, dann bekommen wir verdeckten Schatten, was uns Ausweichbonus gibt, aber unseren Angriff auch dafür lahmlegt. Ich werde mal den direkten Angriff machen, weil plus 15% Gesundheit alle 3 Sekunden, Rast des Kriegers, ist, glaube ich, eine Möglichkeit, um mich zu heilen. Deshalb entscheide ich danach und mache den direkten Angriff auf die Haupttore. Mit heroischem Mut und legendären Entschlossenheit zertrümmerten die Geschmähten die Tore der Bastardstadt. Diejenigen, die unter dem unablässigen Hagel aus Pfeilen oder dem Regen aus siedenden Pech fielen, verließen das Schlachtfeld vorübergehend. Erschienen aber wenige Stunden später schon wieder. Da der Schutz des Archonten Grafen Asche ihre Wunden schnell wieder heilte. Mit der Zeit gaben die Tore nach und Kyros Truppen strömten unter lautem Jubelgeschrei in die Stadt. Jetzt fällt mir gerade so auf, ja, es geht darum, sie sind unter Pfeilen und Pech gestorben, beziehungsweise gefallen, wurden aber dann wieder von dem großen Archon gerettet. So, jetzt haben wir also die Bastardstadt im ersten Jahr erobert und jetzt geht es darum, dass eine neue Normalität einkehrte. An jedem hohen Bauwerk prangte Kyros Banner. Dein Name wurde allerorts geflüstert und dir wurde eine große Karriere vorausgesagt. Die Armee teilte sich in zwei Fronten und zogen nach Süden. Tunon ließ Kunde senden, dass du dich zur nächsten neuen Grenze von Kyros Eroberung begeben solltest. Entweder als Richter und Aufseher oder Aufseher der Siedlung Letians Kreuzung oder als Kriegsberater der Armeen, die in das Reich Apex vorrücken. Die beiden Entscheidungen habe ich. Die Truppen des Bergreichs Apex standen untätig in der Sicherheit ihres Tales und warteten ab, während ihre Nachbarn in der Bastardstufe fielen. Im zweiten Jahr des Krieges überquerte ein gemeinsamer Trupp der Geschmähten und des Scharlachroten Chors die Berge, um das zentrale Tal der Stufe zu erobern. Eisenvorkommen machten die Siedlung Letians Kreuzung zu einem strategisch wichtigen Ort. Kyros sandte die eisengebundenen Magierschmiede mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, um für eine konstante Produktion an Waffen zu sorgen. Das finde ich wichtiger. Eroberung von Letians Kreuzung. Ich erinnere mich immer so ein bisschen daran, früher an Jagged Alliance, wo man den Psychotest gemacht hat und dadurch wurde ein Charakter gegründet, beziehungsweise entschieden, wie der ist. Vor vielen Jahren gründete Letian die Kühne, eine kleine Handelsstadt an der Kreuzung antiker Altmauern. Ein Pakt zwischen den Siedlern und einer Söldnertruppe bedeutete, dass Karawanen ohne Furcht vor Banditen oder Geistern reisen konnten. Die Stadt blühte in bescheidener Bedeutungslosigkeit auf. Letias Kreuzzug zog Kyros Aufmerksamkeit auf sich, weil es in den umliegenden Hügeln Eisenvorkommen gab. Nachdem die Region unter Kyros Kontrolle war, konnten die Magierschmiede des Nordens Werkstätten errichten, um Erz zu raffinerieren und die Geschmähten mit den besten Waffen oder der bekannten Welt auszurüsten. Der Archont der Geheimnisse beseitigte mit einem großzügigen Schmiergeld die Unterstützung durch die Söldner und konnte die Kreuzung so in einem blutlosen Sieg einnehmen.
Thunon schickte dich aus, mit Kyros Truppen loszuziehen und die Ordnung in die Region zu bringen. Das Eisen muss fließen. Oder Sirins Kult. Ne, das Eisen muss fließen. Magierschmiede arbeiten Tag und Nacht, um Waffen zu fertigen. Niemand konnte ihren Eifer in Frage stellen und dennoch produzierten sie zu wenig. Die Pläne, die ans Licht kamen, erwiesen sich als entzweiend für die Geschmähten und den Scharlachroten Chor. Einerseits waren zusätzliche Männer für das Schlachtfeld nötig, statt für die Essen. Andererseits mussten die legendären Waffen von Kyros Armeen strengstens bewacht werden. Auf die Rekruten des Scharlachroten Chors zurückgreifen oder einen Tiermenschenstamm rekrutieren. Ihre Stärke wurde ihrem Ungehorsam mehr als ausgeglichen. Die Geschmähten protestierten, dass wilde Zugang zu den Geheimnissen des Eisen bekommen sollten. Das finde ich auch nicht gut. Also werden wir uns hier auch wahrscheinlich eher am Scharlachroten... auf die Rekruten des Scharlachroten Chors zurückgreifen. Du hast diese Person für andere Zwecke eingesetzt, nämlich um Eisenkarren für die Magierschmiede zu ziehen. Das war für den Scharlachroten Chor unerfreulich, da er auf seine zahlmäßige Überlegenheit angewiesen war, um in der Schlacht effektiv zu sein. Die Bevölkerung von Letians Kreuzung war drastisch angeschwollen, da die Bewohner der von Kyros Armeen zerstörten Lande aus ihrer Heimat geflohen waren. Der Scharlachrote Chor bemühte sich zwar, die Flüchtlinge unter Kontrolle zu halten, doch die Produktion musste weitergehen. Die neuen Rekruten wurden dafür eingesetzt, Eisenerz aus gefährlichen Minenschächten zu schleppen. Eine Arbeit, die für Sklaven eher geeignet war als für Kyros Handwerkskünstler. Die Geschmähten profitierten davon, neue Waffen zu erhalten. Doch der Scharlachrote Chor wurde geschwächt, denn er konnte seine Reihen nicht mit den Sklaven auffüllen. Freie Auswahl in der Waffenkammer. Als die Produktion der Essen anstieg, verlangten beide Armeen eine bevorzugte Behandlung oder Pflicht des Beschützers. Kyros Armeen nutzten Letians Kreuzzug als Zuflucht vor dem Krieg. Die Bevölkerung der Stadt wuchs schlagartig an, als eine vom Archonten der Geheimnisse angeheuerte Söldnerarmee die Kaserne bezog und prompt Ressourcen beanspruchte und Spannungen eskalieren ließ. Die Geschmähten wollten mit den Söldnern nichts zu tun haben, doch der Scharlachrote Chor versuchte, sie in seine Reihen einzuladen. Du ließ den Scharlachroten Chor und die Söldner Kampfspiele und Herausforderungen abhalten und sorgst dafür, dass die Gesetze gegen Gelage und Ausschweifung nicht streng durchgesetzt wurden. Wer in den Wettkämpfen gewann, der erhielt einen größeren Anteil der Vorräte und besonders erfolgreiche Söldner wurden eingeladen, sich Kyros Armee anzuschließen. Muss ich gerade gucken. Weil ich krieg gerade einen Stimmenkoller schon. Ich lasse sie getrennt bei uns sein. Die Elite-Soldaten aus dem Norden hatten ohnehin schon wenig für die Söldner übrig. Für Söldner, die in den Stufen geboren waren, empfanden sie nichts als Abscheu. Sie verlangten, dass alle Armeen, einschließlich ihrer eigenen Soldaten, strenge militärische Disziplin befolgten und sich in ihren Quartieren aufhielten, wenn sie nicht im Dienst waren. Nach einigen Diskussionen einigtet ihr euch darauf, dass getrennte Unterkünfte die beste Lösung waren. Die Söldner waren verwundert über die unterdrückenden ausländischen Bräuche, doch du konntest sie überzeugen, dass es so am sichersten war. Wer hat die Kreuzung kontrolliert? Es kam zu einer Tragödie, als ein von Neras Stimmen angeheuerter Söldner einen Handwerksmeister der Eisengebundenen verwundeten und arbeitsunfähig machte. Thunon befahl den Söldner, die Kontrolle über die Stadt den verantwortungsvolleren Dienern von Kyros zu übergeben. Nur eine kleine Garnison durfte zurückbleiben, während die Armee an die Front zurückkehrten. Als zwischen den Geschmähten und dem Scharlachroten Chor immer mehr Spannungen und Feindseligkeiten auftraten, entschied Thunon, dass nur eine Gruppierung die Kontrolle über die Kreuzung haben sollte. So, die Geschmähten kriegen das auch. Die Geschmähten stationierten eine bescheidene Garnison in die Siedlung. Lesians Kreuzung.
Die Einheit war zwar größer, als es für die Wahrung der Ordnung in der kleinen Siedlung nötig gewesen wäre, doch die wahre Aufgabe des Verteidigungstrupps war es, die Schmiede der Eisengebundenen zu beschützen. Diese magischen Handwerksmeister waren es nämlich, welche die Invasionstruppen der Geschmähten mit Waffen und Rüstung aus Eisen versorgten. Die Bürger von Letians Kreuzung waren erleichtert über die Abreise des Scharlachroten Korps und sahen die Alternative als das kleinere von zwei Übeln. Graven Ash ließ dir mitteilen, dass er dir für deine Entscheidung dankte. Die Eisengebundenen und ihre Waffen konnte man Neras Stimmen nicht anvertrauen. Ich habe einfach ein Faible für die Adligen. Beziehungsweise für die Disziplinierten. Nachdem die Söldner verstoßen waren und Lethians Kreuzung unter neuer Führung stand, haben Kyros Truppen sich selbst dazu beglückwünscht, Ordnung in die Siedlung gebracht und einen produktiven Ressourcenstrom gewährleistet zu haben. Während dieser Ablenkung ist die Armeefront weiter in die Stufen vorgerückt. Deine Fähigkeiten wurden im Reich Azor, im unbeugsamen Land oder bei der Velum-Zitadelle benötigt. Kyros sandte den Archonten des Steins, um die Nation Azor zu unterwerfen. Das unbeugsame Land, seine leicht zu verteidigende Lage und seine militärische Tradition machten das unbeugsame Land zum formidabelsten Reich in den Stufen. Kyros eroberten, der Blick fiel auf die Velum-Zitadelle, ihre Schätze, ihr Wissen, ihre Geheimnisse. Ich kümmere mich um die Zitadelle. Jahr 3 von Kyros Eroberung. Die Velum-Zitadelle war ein Archiv und eine Bibliothek von gewaltigen Ausmaßen. Ihre Bewohner waren bekannt als die Schule von Tinte und Feder, ein Zirkel von Magiern, der viele Jahrhunderte zuvor diese Bergzuflucht geschaffen hatte, in einem Gebiet, das von anderen großen Reichen noch nicht besiedelt worden war. Der Legende zufolge beherbergte die Zitadelle einen wahren Schatz an arkanem Wissen. Die Spione des Oberherren infiltrierten die Schule und bestätigten diese Gerüchte. Die Zeit war reif, einen Trupp zu der großen Bibliotheksfestung zu schicken und die Gelehrten zu zwingen, sich Kyros zu unterwerfen. Befehlskette. Eine Abteilung von Kyros Armee marschierte auf den Velum-Zitadelle zu. In Erwartung einer geordneten Kapitulation. Als sie sich den Haupttoren näherten, wurden ihre Kommandanten von einem Strahl arkanen Energie niedergestreckt und getötet. Urplötzlich warst du der ranghöchste noch lebende Offizier und Kyros Soldaten erwarteten deinen Befehl. Die Entscheidung fiel dir nicht leicht, denn sie wirkten sich unmittelbar auf die Höhe der Verluste aus. Du gabst dem leicht zu ersetzenden scharlachroten Korps den Befehl anzugreifen, während der ungeordnete Mob vorwärts stürmte, hatten die Elitesoldaten der Geschmähten die Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Was den Verlust von Leben angeht, war dies zwar ein kostspieliges Manöver, doch es sicherte das Überleben der fähigsten und effektivsten Soldaten. Elite-Soldaten, den Angriff lange genug zurückhalten konnte, um den Scharlachroten Korps den Rückzug zu ermöglichen. Moment, da habe ich an der falschen Stelle gerade angefangen. Nö. Alles für die Geschmächten. Immer auf der Suche nach einem Kampf durchschaute der heulende Mob dein Manöver dennoch als das Himmelfahrtskommando, das es war. Die Soldaten des Scharlachroten Korps, die Hals über Kopf in die Schlacht stürzten, versprachen bei ihrer Rückkehr Vergeltung zu üben. Zu deinem Glück kam kaum noch einer von ihnen an einem Stück zurückgehumpelt. Die wenigen, die überlebten, flüsterten ihren Kameraden aufgebracht zu, dass du ein Schurke seist, der den Scharlachroten Korps verraten habe. Die Geschmähten erfuhren von einer verborgenen feindlichen Enklave und sandten Späher aus, um sie zu finden. Sie kehrten von ihrer Mission nicht zurück. Die verbleibenden Geschmähten-Soldaten verlangten, dass du den scharlachroten Korps ausschickst, um ihre Späher zu finden. Doch der Korps weigerte sich, rundheraus in dieselbe Falle zu tappen. Sie empfahlen, die Späher als Kriegsopfer zu werten. Die Entscheidung lautete, die geschmähten Späher ihrem Schicksal zu überlassen. Wenn die Elite von Kyros Armee nicht allein zurückkehren konnte, dann war es sinnlos, die Leben des scharlachroten Korps zu vergeuden, um sie zu finden. Das finde ich sogar eine bessere Entscheidung.
Die Belagerung wurde ohne den Großteil der geschmähten Einheit fortgesetzt. Eine beunruhigende Schwächung, die dich trotz deines Befehls zweifeln ließ. Wenige Tage nach deiner Entscheidung hallte ein dröhnendes metallisches Geräusch über die Weite zwischen der Vellum-Zitadelle und deinem Lager. Ein Spähtrupp, der ausgeschickt wurde, entdeckte eine krude Eisenskulptur, die offenbar Graven Asche verspotten sollte. Das Material, die blutigen Rüstungen deiner verlorenen Soldaten, durch feindliche Magie zerrissen und wieder zusammengesetzt. Nicht lecker. Mit den Lebensmitteln schwand auch die Moral und der Belagerungstrupp erkannte, dass der Feind diesen Zermürbungskrieg gewinnen würde. Tunon ließ Kunde senden, dass Kyros Geduld am Ende war. Der Oberherr wurde den Feind mit einem Edikt des Feuers strafen. Das Pergament wurde in einer schlanken Hülle aus graviertem Eisen überbracht. Darauf geschrieben standen die Worte eines Zaubers, der mächtig genug war, um die Vellum-Zitadelle zu zerstören. Du hattest die Wahl, wann du das Edikt vorlesen wolltest. Würdest du es bei Sonnenaufgang vorlesen, hätten deine Feinde keinerlei Vorwarnung, welche Zerstörung ihnen droht. Du könntest auch bis Sonnenuntergang warten und ihnen dadurch reichlich Zeit geben, um zu fliehen oder Reue zu zeigen. Du zeigst dem Feind keine Gnade, sondern verkündest das Edikt des Feuers in den ersten Augenblicken der Morgendämmerung. Der Feind hatte keinerlei Vorwarnung. Der Chor beschwerte sich zwar, dass du seine Spione dem Untergang geweiht hättest, doch die Geschmähten lobten deine Entscheidung. Ich verbrenne alle im Morgengrauen. Die haben ja schon vorher gegen mich gekämpft. Du verlasst das Edikt, als die neue Sonne hinter der Zitadelle aufging, die einen langen Schatten warf. Du warst die letzte Person, die diese Halle des Wissens im Augenblick vor der Zerstörung sah. Die Erde bebte und orange-rötliches Licht erstrahlte im Fundament der weitläufigen Zitadelle. Von unten der Bibliothek sprudelte ein Schwall Lava mit explosiver Wucht hervor. Er quoll aus dem Fenster und Mauerritzen und schmolz sich gnadenlos durch das umliegende Land. Die Magier erwachten inmitten von Rauch und Feuer. Für die meisten war es bereits zu spät. Nur eine Handvoll schockierter Magier flohen aus dem qualmenden Chaos, das einmal ihre gewaltige Bibliotheksfestung war. Kyros Wille ist geschehen. Populus Vulkanangriff. Kyros Armeen verließen schweigend die Zerstörung der Vellum-Zitadelle. Von diesem Tag an war die einst noble Zitadelle in den Stufen nur noch als die brennende Bibliothek bekannt. Es war ein unbestreitbarer Verlust von Ressourcen, von Wissen und Kultur. Und von Leben. Aber deine Botschaft war unmissverständlich gesendet worden. Der Oberherr duldet keinen Ungehorsam. Du konntest dich nicht lange ausruhen, ehe Tunon dich wieder rief. Du warst einer der Letzten, der aus dem Gebirge abreiste. Bei deinem Aufbruch sahst du in den Bergen einige Lagerfeuer flackern. Sie waren nur kleine Flecken, winzige, gegenüber dem tobenden Inferno. Vermutlich waren es die letzten Überlebenden oder vielleicht Plünderer aus Kyros Armeen, die gelangweilt und kühn genug waren, um die Asche nach Beute zu durchwühlen. Und nein, das ist nicht das ganze Spiel. Es ist einfach... Eroberung abgeschlossen. Du hast das Ende von Kyros Erobern erreicht. Möchtest du fortfahren und deinen Fortschritt löschen und neu beginnen? Wir wollen natürlich jetzt abschließen. Ich glaube, wir haben einen ziemlich starken Drang zu den Geächteten. Verschiedene Feinde sind anfällig gegen unterschiedliche Schadenstypen. Identifiziere ihre Schwachstellen.